Hallo und herzlich willkommen zum Fatal 5-Way Cast. Heute wird es um WrestleMania 35 gehen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt schon an. Und zwar mit dem allerersten Match, was in der Kickoff-Show war, nämlich Tony Nese gegen Buddy Murphy, was 10 Minuten ging und extrem schnell war. Also sie haben extrem schnell gewirkt, war unglaublich gut anzusehen, dieses Match. Ich fand es war ein sehr starkes Match, am Ende hat Tony Nese meiner Meinung nach verdient gewonnen und ist jetzt der neue Cruiserweight Champion. Was sagt denn ihr dazu? Für mich war es okay. Ich kann zu Tony Nese an sich nicht allzu viel sagen, weil ich kein 205 verfolge, aber ich weiß ja von unserem Malo und unserem Luki, dass da der Aufbau relativ gut war und dass man eigentlich schon vorher davon ausgehen konnte und von daher das Match war richtig geil anzusehen. Wir haben nach 2 Minuten Matchzeit schon hier gesessen und haben quasi versucht, den Mund wieder zuzukriegen. Hat nur nicht funktioniert, weil die Jungs haben einfach da weitergemacht. Und von daher, schöner Opener, um die Fans ein bisschen wach zu rütteln, beziehungsweise ein bisschen anzuheizen. Denn Thema Wach und Müdigkeit spielt ja bei WrestleMania eh später noch eine größere Rolle. Aber da kommen wir dann eventuell später noch hin. Von daher, schönes Match. Ja, für mich war das Match definitiv so, wie ich es erwartet habe. Kurz, kurz muss ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall lang genug, um die Crowd einzuheizen. Beide durften das zeigen, was sie konnten. Auch klasse fand ich es, wie Tony Nese sich aus dem Murphy's Law befreien konnte mit dem Drawbreak. So musste er nicht auskicken, schwächt den Finisher nicht. Alles wunderbar. Und am Ende gewinnt Tony Nese, finde ich, auch jetzt über Monate hinweg, sag ich mal, verdient den Titel, weil ich saß ja schon beim Rumble da, wo das, beziehungsweise nach dem Rumble, wo das Turnier angekündigt wurde und hab gesagt, Tony Nese wird das eh gewinnen und so war es dann auch am Ende. Jetzt hat er den Titel verdient, ich bin zufrieden, hat WrestleMania gut eingeleitet. Was soll ich denn dazu sagen? Wurde schon alles gesagt, Match war super, gut eingeheizt, die Fans und dann kamen ja die 2 Bullshit-Battle Royals, kann man sagen. Wo nicht wirklich was gebraucht hätte jemand. Malo, weitermachen. Ja, dann mache ich direkt weiter. Und zwar mit der Women's Battle Royale. Wo drin waren Carmella, Asuka, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, der Wyatt Squad, Mickie James, Zelina Vega, Kairi Sane von NXT, Candice LeRae und Maria Kanellis. Und eine wurde da noch nicht aufgezählt, und zwar Ember Moon. Die hat hier ihr Comeback gefeiert. Finde ich sehr schade, dass das so klein gehalten wird, das Comeback. Egal, ich freue mich, sie wiederzusehen. Am Ende gewinnt Carmella nach 10 Minuten diese Battle Royale, wenn es vorher so aussah, als wenn Sarah Logan das Ding gewinnen würde. Doch dann kam Carmella von hinten und hat sie noch eliminiert. Ja, kann man so machen. Was haltet ihr davon? Die Battle Royals sind ja dafür da, dass man wenigstens auch mal alle auf die Karte irgendwie bekommt. Und ich finde, das hat auch bei dem Match ordentlich einen Eindruck gemacht. Denn so berauschend fand ich die Battle Royale nicht. Die finde ich aber auch schon seit letztem Jahr nicht berauschend. Und ja, mit dem Ende irgendwie so ein bisschen predictable, sag ich. Ist halt nicht so, wie es ausgegangen ist, aber halt, keine Ahnung, das hat... Man hat es, glaube ich, schon mal gesehen, ich weiß nicht mehr wann, aber fand ich dann am Ende ziemlich langweilig. Carmella braucht den Sieg nicht, aber auch wie jeder andere in der Battle Royale nicht, weil man bekommt davon nichts, man kriegt keine Titelchance oder sonst was, deswegen, ja, braucht man da, denke ich, nicht viel zu sagen. Ja, die Battle Royals an sich sind tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Bei den Männern ist es einfach so, Stand jetzt, sie sind im Prinzip nur für eine Sache gut. Wenn man sagen will, dass sie was Gutes hat, dann ist es tatsächlich die Ehrung von Andre the Giant. Deswegen hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn man das bei den Frauen jetzt auch einführt. Wirklich, dass man eine China Memorial Battle macht. Dann hätte China noch eine kleine Ehrung. Dafür wäre es gut, aber so rein vom Wrestling her und für den weiteren Verlauf von WWE sind die Dinger so interessant wie ein Sack Reis. Und ja, das nächste Problem, was ich mit Battle Royals habe, ist generell, du hast nicht viele Möglichkeiten. Entweder du hast eine vernünftig laufende Battle Royale, wo Zahl X Leute drin sind und am Ende bleibt einer drin stehen, oder du hast zum 100. Mal genau das, was du jetzt bei WrestleMania wieder gesehen hast. Einer rollt unterhalb des Seils raus, ist 3/4 des Matches nicht anwesend, dann ist der Letzte übrig. Oh, Überraschung, da bin ich. Du bist doch nicht der oder die Letzte. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Von daher können wir bitte einfach streichen. Was halt noch dazu kam, die Frauen waren
die Hälfte der Teilnehmer weniger und die ging länger als die Männer-Battle Royale. Also ich fand es auch schwachsinnig, dass dann die Männer, wo doppelt so viel sind, weniger Matchzeit in der Battle Royale haben als die Frauen. Carmella als Siegerin hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Hätte man jemand anders nehmen können, zum Beispiel jemanden, die einen Push erwartet oder so. Aber naja. Ja, ich stimme euch dazu. Man braucht die Battle Royals nicht wirklich, aber so hat man es machen können. War jetzt nicht total schlecht, aber gebraucht hätte ich das Ganze auch nicht. Naja, egal. Kommen wir zum dritten Match, dem WWE War Tag Team Championship Match. Kurt Hawkins und Zack Ryder gegen The Revival. Mal ein sehr unerwartetes Match quasi von Kurt Hawkins, denn er durfte wirklich was zeigen hier. Und sie haben 13 Minuten gekämpft, also ein ziemlich langes Match. Und am Ende lag Kurt Hawkins am Boden und hat dann aus dem Nichts einen Einroller gezeigt und hat damit die Titel gewonnen. Also Kurt Hawkins hat seine Losing Streak nach 269 verlorenen Matches beendet und ist jetzt mit Zack Ryder zusammen Tag Team Champion. Ich finde es großartig, wie man das gemacht hat. Sie haben es echt verdient. Ja, dann, was haltet ihr davon? Wie findet ihr das jetzt, dass wir neue Tag Team Champions haben? Besser hätte man es meiner Meinung nach nicht machen können, denn man hatte einen Kurt Hawkins, der natürlich über 260 Niederlagen hatte. Wie willst du den, ich sag mal, realistisch dazu bringen, jemanden zu pinnen? Ganz einfach mit dem Opossum. Und so hat er es dann auch am Ende gemacht. Tut so, als wäre er da am Boden und man könnte ihn jetzt bis 3 pinnen. Auf einmal kommt der Einroller, wirklich wunderbar gemacht. Die beiden verdienen das. Für mich heißt es allerdings auch nur, dass Revival bald die WWE verlassen wird, was ich denen natürlich nicht übel nehme. Aber ich freue mich, hoffe, dass die Titelregentschaft nicht so kurz sein wird, aber das sieht man in der Zukunft. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht, aber bin zufrieden mit. Ich habe das Ganze ja schon mal im früheren Podcast angesprochen mit den ganzen Niederlagen davor, wo sie sich gesagt haben, bauen sie sich für ein Titelmatch bei WrestleMania auf und gewinnen da den Titel. Ja, ich fand es auch fantastisch von Kurt Hawkins mit dem Einroller seine Losing Streak beendet und ich hoffe, dass sie jetzt noch ein bisschen den Titel halten dürfen. Zu gönnen wäre es einem Kurt Hawkins, der so viele Matches verloren hat. Absolut großartig. Und ich muss zumindest zum Teil unserem Luki zustimmen, der gesagt hat, er kann es Revival nicht verübeln, wenn sie jetzt gehen würden. Andererseits sehe ich aber auch, dass das jetzt ein starkes Zeichen von Vince ist, der ja nun wirklich mit seinen Leuten in den letzten Wochen und Monaten zumindest ansatzweise versucht hat, die Tag Team Division tatsächlich ein bisschen besser darzustellen. Und das hat man auch definitiv gesehen. Und sie haben immer noch rumgeheult, obwohl sie Titelträger waren. Und ja, gut, wenn euch nicht gefällt, was ich mache, obwohl ich versuche, es besser zu machen, dann seht zu, dass er Land gewinnt. Und das mit Zack Ryder zu machen, ist A, für die Fans fantastisch, B, für Zack Ryder fantastisch, wenn sie ihn jetzt weiterarbeiten lassen und C, ein Tritt ins Gesicht für alle die, die jetzt weiter rumheulen, ohne Scheiß. Weil gerade Kurt Hawkins ist der, der dafür sorgt, dass Revival jetzt wieder ohne alles dasteht. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht, nicht, dass ich was dagegen hätte. Wir hatten hier ja auch noch einen sitzen, der hat gesagt, das ist doch kein WrestleMania-Moment für einen Kurt Hawkins, den Titel in der Kickoff zu gewinnen. Also für mich war das schon ein WrestleMania-Moment, nachdem er so viele Matches verloren hat. Ich wollte für mich, wenn ich jetzt so viele Matches verliere, auch auf jeden Fall so ein großer Moment. Ich wollte nicht so rumsticheln, aber du hast recht. Ja, ich finde auch, dass es ein WrestleMania-Moment war. Und wenn dann niemand mehr was zu sagen hat, kommen wir doch zum letzten Kickoff-Schummel. Ja, das vierte Match ist die Andre the Giant Memorial Battle Royale. 10 Minuten, ja, viele Leute, die so nicht auf die Card gekommen sind, waren da drin, wie zum Beispiel EC3, Titus O'Neil, Tyler Breeze, die Lucha House Party, die Good Brothers, Noé José, die Hardys, Rhino war mal wieder dabei, Bobby Wood, Andrade. Ja, und am Ende gewinnt Braun Strowman, indem er am Ende die beiden Ampelmänner von Saturday Night Live eliminiert hat, die sich am Anfang des Matches unterm Ring versteckt haben und dann reingekommen sind und den Hardys helfen wollten, Braun Strowman zu eliminieren, was allerdings nicht geklappt hat. Auch hier muss ich sagen, verstehe ich nicht, warum jetzt hier zum Beispiel den Strowman gewinnt. Natürlich, ich habe von Anfang an gesagt, er wird das tun, weil ich nicht glaube, dass er zweimal die Battle Royale verliert, weil er das schon mal getan hat. Am Ende hat er es gewonnen, da hat mich jeder für verrückt erklärt. Aber so wirklich bringt das Thema auch nichts. Aber auch hier würde es niemandem was bringen. Klar, es ist dafür da, Andre the Giant nochmal zu gedenken, sage ich mal. Aber
dann eher einen EC3 gewinnen lassen oder sonst wen, damit er wenigstens WrestleMania-Moment hat, sage ich mal. Aber wenn selbst ein EC3 von Titus O'Neil eliminiert wird, dann frage ich mich, wie es mit ihm dann zum Beispiel weitergeht. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auch hier kann ich nur unterschreiben, was Luki gesagt hat, es ist eigentlich sogar noch schlimmer als bei den Frauen. Dadurch, dass Strowman gewonnen hat. Wir haben eben schon gesagt, bei den Frauen im Prinzip brauchst du als Fan die Battle Royals nicht, du brauchst sie als Wrestler nicht, weil sie dir einfach nichts bringen. Ja, du hast dann diese Statue und ja, du hast dann diesen unheimlich hässlichen Pokal, aber das war es auch. Du kriegst keine Titelchance, du verschwindest danach genauso in der Versenkung wie vorher auch. Für dich als Wrestler ist es mega nutzlos, mit Braun Strowman das jetzt zu machen. Das war noch nutzloser als nutzlos, weil er hat schon mal so ein Ding gewonnen in Saudi-Arabien. Und ja, ich weiß, er hat schon mal eins verloren. Beides hat ihm überhaupt nichts genutzt. Und vor allen Dingen hat man ihn bei Money in the Bank aufgebaut als, ich brauche nicht mal den Money in the Bank-Vertrag, um zu kriegen, was ich will. Ja, und wo das hingeführt hat, haben wir alle gesehen. Und dann lässt man ihn sowas Nutzloses. Das bringt ihm null. Dann nehmt's doch, wie Michi schon sagte, einfach um Leute aufzubauen. Mann! Ja, hier kann ich euch beiden nur zustimmen. Ich fand es ziemlich lächerlich, dass Braun Strowman das so macht, da die meisten halt geglaubt haben von der Körperstatur, dass Braun Strowman das macht. Dann hat man diesen offensichtlichen Weg gewählt, der Braun Strowman gar nicht hilft. Und allen anderen auch nicht. Jetzt vielleicht irgendjemanden das machen können, der noch etwas neuer ist und damit einen kleinen WrestleMania-Moment wenigstens bekommt. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. So, dann wollen wir mal zur Main-Show kommen, wenn keiner mehr was zu sagen hat. Und zwar kommt am Anfang ein riesen Feuerwerk und Hubschrauber fliegen über die Arena. Kleines Hype-Video von WrestleMania 35. Und dann eröffnet Alexa Bliss die Show. Sie begrüßt alle, redet ein kleines bisschen und sagt dann, sie hat noch einen Moment für die Fans da. Und dann ertönt die Musik von Hulk Hogan. Hulk Hogan kommt raus, sagt seine typischen paar Sätze, macht dann einen Witz. Als er vor ein paar Jahren bei WrestleMania war, hat er gesagt, willkommen hier im Silver Dome, obwohl es der Superdome war. Jetzt hat er den gleichen Witz gemacht, der natürlich nicht mehr lustig ist. Ja, und dann ging es auch schon los. Weil Paul Heyman zum Ring gelaufen kam, ziemlich wütend und gesagt hat, ihr wollt Brock Lesnar nicht das Main Event geben, sondern lieber den Frauen. Ja, dann machen wir es jetzt direkt, denn dann können wir es hinter uns lassen, die ganze Scheiße, und nach Vegas fahren, wo wir gebraucht werden. Ja, und dann kommt auch schon Seth Rollins zum Ring dann, wird direkt attackiert von Braun Strowman. Am Ende wird dann die Ringglocke geläutet, das Match geht 2 Minuten und Seth Rollins gewinnt nach 3 Curbstomps und ist damit neuer Universal Champion. Ich finde, man kann es so machen, du hast hier Seth Rollins ein bisschen einschränken lassen und dann ihn den Brock Lesnar komplett abfertigen lassen. Kann man so auf jeden Fall machen. Ich finde es gut. Ich freue mich für Seth Rollins. Also erstmal möchte ich von dir wissen, welche Zeitmaschine du nimmst, denn ich würde auch mal gerne die Zeit sehen, wo Braun Strowman Universal Champion ist. Aber um dann nochmal zurückzukommen, ich fange mal mit der Hulk Hogan Geschichte an. Da wurde ich tatsächlich auf etwas hingewiesen. Ich weiß nicht, ob es Daniel oder Evo war, irgendeiner von den beiden. Hat mir gesagt, dass er auch da den mal wieder gebotcht hat. Und zwar hat er irgendwie MetLife Center gesagt anstatt MetLife Stadium. Also auch hier wieder einen klassischen Fehler gemacht. Vielleicht zieht man das auch wieder irgendwann durch und man bringt denselben Gag nochmal, man weiß es nicht. Und zur Seth Rollins Geschichte, da saßen wir auch im Discord und haben gesagt, okay, wenn die jetzt wirklich das Titelmatch bringen, dann heißt das nur, dass Brock Lesnar den Titel verliert, weil er nicht Bock hat, irgendwie bis zum Ende da zu hocken und nichts zu tun, sondern gleich seinen Titel verlieren würde und dann direkt wieder abhauen kann. Und so war es noch am Ende. Ich finde, so kann man es auch machen. Man hat Rollins erst, ich sag mal, eine kleine Underdog-Geschichte gegeben, dann der Low Blow und die 3 Curbstomps. Ich denke mal, besser kann man es nicht machen. Seth Rollins ist neuer Universal Champion. Wir haben endlich mal wieder einen Champion, der bei den Shows dabei ist. Und ich bin zufrieden und man hat die Fans hier wirklich mit einem Feel-Good-Moment in die Show gebracht, was vielleicht gar nicht so dumm war von der WWE. Also ich fand das alles fantastisch. Jetzt nicht gerade der Auftakt von Seth Rollins so dahin zu stellen mit dem Rumble-Sieg, fand ich jetzt ein bisschen lächerlich, dass der schon am Anfang kommen sollte. Aber nachdem da Brock Lesnar und Paul Heyman rauskam, so wütend, ja, wir sind nicht im Main Event, da machen wir es jetzt. In Vegas werden wir gebraucht. Bekanntlich ist in Vegas die UFC-Zentrale.
Und der Vertrag ist ja auch bei WrestleMania von Brock Lesnar ausgelaufen und er hat auch keinen neuen Vertrag bisher unterschrieben. Und dieser Einzug von Seth Rollins, der war ja mal mega, dieser Titan schon. So, ich hoffe, den hat er jetzt öfters, diesen Titan schon. Das war nicht nur eine einmalige Sache. Ich freue mich für Seth Rollins, dass er gewonnen hat. Endlich ist Brock Lesnar weg. Besser geht's nicht. Ihr vergesst immer eins. Ich freue mich nicht nur für Seth Rollins, ich freue mich auch für uns als Fans, weil jetzt haben beide Shows endlich ihre Titel wieder. Das ist das Allerwichtigste. Ich verstehe, was mich hier sagen will. Dann können wir uns ja auch mal für uns freuen. Ich verstehe, was mich hier sagen will. Der Rumble-Sieg ist natürlich als mit einem Opener-Match immer so ein bisschen schwierig behaftet, aber ich verstehe einfach, warum die WWE das gemacht hat. Das hat Luki ja schon angesprochen. Du gibst den Fans das, was sie am allermeisten wollen, gleich zu Anfang. Dann halten sie wenigstens den Rest der Shows Maul, auf gut Deutsch gesagt. Das Ergebnis war geil. 3 Curve Stomps und ein Low Blow. Und das scheint die Anti-Lesnar-Formel zu sein. Hat der Evo schon mal gesagt. Ja, er ist schon aus wesentlich mehr Finishern rausgekommen, weiß ich. Aber vielleicht ist das Geheimnis tatsächlich, wie Evo schon mal gesagt hat, einfach die Prise Low Blow. Man weiß es nicht. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß von Evo schon Dinge, die bei Raw passiert sind, obwohl ich es noch nicht gesehen habe. Und es ist kein Spoiler, aber ein komplettes New York, was Raw live guckt und anfängt, Fulltime-Champion zu chanten, kann nur geil sein. Da stimme ich dir auf jeden Fall vollkommen zu. Ich bin auch froh, endlich wieder einen Champion zu sehen bei der wöchentlichen Raw-Ausgabe. Ja, ein World Champion bei einer War-Ausgabe mal wieder, das ist wunderbar. Aber dann wollen wir auch nicht abschweifen, sondern direkt weitergehen. Und zwar vor dem Match, was dann kommt, hat sich Joey the King Lawler ans Kommentatorenpult gesetzt. Und dann kam das Match AJ Styles gegen Randy Orton, was im Vorhinein einen sehr, sehr guten Aufbau hatte, meiner Meinung nach. Und das ganze Match ging 16 Minuten, finde ich eine gute Matchzeit. Und siehe da, Randy Orton hatte wohl Bock. Das Match war gut. Beide konnten zeigen, was sie so können. Randy Orton hat ein paar Aktionen gezeigt, die er seit Monaten bzw. Jahren nicht mehr gezeigt hat. Und hat auch einen RKO gebracht, der diesmal nicht den Sieg gebracht hat, sondern AJ Styles mit seinem Phenomenal Forearm gewinnt das Ding. Also ich bin ehrlich gesagt echt erstaunt, sage ich mal, weil ein Randy Orton, der Bock hat, sieht man in der WWE ziemlich selten. Aber da hat Daniel auch schon während der WrestleMania gesagt, ja, es ist WrestleMania, da wird er schon Bock haben. Und siehe da, er hat ein ordentliches Match hingelegt, das Match war echt schön anzusehen. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass man AJ Styles aus einem RKO auskicken lässt, dann aber Randy Orton direkt beim ersten Phenomenal Forearm liegen bleibt. Ist, sage ich mal, ein bisschen schade. Aber sonst finde ich das Match ziemlich nice und kann man machen. 16 Minuten ist eine ordentliche Zeit und dann passt das. Ich muss allerdings sagen, das war der zweite Phenomenal Forearm. Der erste Phenomenal Forearm ging nach draußen gesprungen, also war noch etwas härter wie der zweite, der dann das Match entschieden hat. Okay, dann habe ich den verdrängt. War halt das erste Match, in dem es so um gefühlt nichts ging in der Main Show und ja, hat es sich leider für mich auch so angefühlt. Es war ein gutes Match. Um Gottes Willen, es war ein gutes Match, aber ich habe halt gemerkt, und das war halt auch im Discord teilweise so, dass wir gar nicht hundertprozentig bei dem Match waren, sondern eher noch bei der Diskussion vom Match davor. Und irgendwann musste Manu uns dann bremsen, so nach dem Motto, Leute, da läuft noch ein Match, lasst uns das doch mal gucken. Im Nachhinein kann ich sagen, ich kann es verstehen, weil das Match hat es verdient, gesehen zu werden. Es war ein unheimlich gutes Match, weil ausnahmsweise mal beide Parteien super funktioniert haben. Und Randy, gerne mehr davon. Also ich hätte vielleicht eher gedacht, dass Randy Orton gewinnt, da er AJ Styles wahrscheinlich beim Shake-Up, wo nächste Woche kommt, dann zu Raw geht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein AJ Styles gewinnt. Also ich finde die AJ Styles Story bei SmackDown ist jetzt schon ein bisschen zu Ende geschrieben, aber das Match fand ich in Ordnung. Randy hatte Bock, man hat es gesehen, er kann was, wenn er will. Aber den ersten Phenomenal Forearm habe ich auch verdrängt, den habe ich auch nicht so wirklich wahrgenommen. Ja gut, AJ Styles als Sieger, kann man mitleben. Ich vermute mal, der war in der Phase, wo wir halt in der anderen Diskussion gesteckt haben tatsächlich, weil wir ja relativ lange auch noch weiter diskutiert haben. Und von daher kann man den schon mal verdrängt haben. Nee, tatsächlich nicht. Der erste Phenomenal Forearm kam direkt vor dem zweiten.
Der war nämlich vom Ring aus nach draußen gesprungen, der Phenomenal Forearm. Dann hat er Randy Orton wieder in den Ring verfrachtet und einen zweiten hinterhergesetzt. Okay, dann habe ich ihn auch verdrängt. Ja, aber dann gehen wir doch mal. Deswegen hatte ich mich ja auch gewundert, wieso darf der auskicken beim ersten Finisher? Also nicht auskicken, da habe ich mich auch schon ein bisschen gewundert. Den habe ich echt verdrängt, das habe ich nicht mitbekommen. Ach, passiert. Ja, aber dann gehen wir direkt weiter, denn nach dem Match ertönte die Musik von unserem All-Time-Favorite Lacey Evans. Sie ist wieder da und keiner hat es gebraucht. Sie ist mal kurz über die Bühne gehuscht und ist dann wieder gegangen. Das typische Spielchen auch bei WrestleMania. Ja, wer hätte es gedacht? Und dann kam schon das Fatal 4-Way Tag Team Match um die SmackDown Tag Team Championships. Die Usos gegen Aleister Black und Ricochet, gegen Rusev und Shinsuke Nakamura und gegen The Bar. Das ganze Match ging 10 Minuten und nach einem Double Body Splash von den Usos gewinnen die Usos nach einem Pin gegen Sheamus nach 10 Minuten. Ich fand, war ein kurzes, aber trotzdem gutes, unterhaltsames Match. Dass die Usos gewonnen haben, okay, fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne Aleister Black und Ricochet gewinnen sehen, aber sonst kann man natürlich so machen. Ich habe lange, lange überlegt, was an WrestleMania hat dich gestört. Und ich bin nicht auf viele Sachen gekommen, wirklich nicht. Es sind, sagen wir mal, eine Sache definitiv und eine, das ist Meckern auf hohem Niveau. Und dieses Meckern auf hohem Niveau ist tatsächlich, dass einfach gefühlt viele Matches sehr schnell vorbei waren, weil man gucken musste, dass man so viele Matches durchkriegt. Und ich weiß nicht, ein Triple Threat Tag Team Match, das nach 10 Minuten endet, ist für meine Begriffe, wenn auch gut, trotzdem zu kurz. Und das hattest du halt bei so vielen Matches bei WrestleMania. Aber es war ein starkes Match. Das Finish, ich hab's getippt. Wir haben ja unser Tippspiel jedes Mal zu einem Pay-Per-View. Ich hab's genauso getippt, weil man den Usos jetzt nicht den Titel wieder wegnehmen wollte, wahrscheinlich wegen der gerade erst Vertragsverlängerung. Das behaupte ich immer noch. Ist okay, kann man machen. Ich möchte jetzt nur dann irgendwann, dass es auch weitergeht. Und weitergeht meine ich mit, dass sich die Matches und die Ergebnisse und die Teams weiterentwickeln. Die Matchpaarungen müssen sich weiterentwickeln. Ich muss jetzt nicht noch 12-mal New Day gegen XY sehen und auch kein 13. Mal die Usos gegen The Bar. Also ich fand das Match ziemlich schön. Es hatte seinen Moment. Auch Aleister Black und Ricochet durften wieder ziemlich viel zeigen. Und ja, Ricochet hat mir allerdings auch in dem Match ein bisschen leid getan, denn ich weiß nicht, wie lange man den Cesaro Swing durchgezogen hat, aber locker mal 2-3 Minuten. Und ich will nicht wissen, wie es ihm danach ging. Aber trotzdem, wie gesagt, ziemlich schönes Match, das man verteidigen lässt, ist, denke ich, die richtige Entscheidung. Wie es jetzt allerdings mit den beiden weitergeht, weiß ich nicht, denn man hat ja, glaube ich, bei Raw schon wieder ein Titelmatch für die beiden bei SmackDown wieder ein Titelmatch für die beiden angekündigt. Deswegen, ja, muss man da gucken, wie lange sie die Titel wirklich noch halten. Aber für WrestleMania finde ich das Ganze gut. Zum Glück nicht Nakamura und Rusev. Relativ kurzes Match, auf den Cesaro-Swing zu sprechen. Ihm scheint es ja gut gegangen zu sein. Er war ja relativ schnell wieder auf den Beinen und dann auch wieder im Ring in Action. Also so schlimm kann das nicht gewesen sein. War vielleicht ein bisschen schlecht. Also mir wäre schlecht geworden, wenn man hier 2 Minuten im Kreis gedreht wäre. Aber scheint sich relativ schnell erholt zu haben. Finde das Match jetzt auch ein bisschen kurz für 10 Minuten mit Fatal 4-Way Match. Aber mit Bar hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die gepinnt werden. Ich hätte eher gedacht, Nakarusev Day. Aber mit den Usos kann man so machen, dass sie den Vertrag verlängert haben. Wenigstens nicht Aleister Black und Ricochet gepinnt wurden. So kann man sagen, sie kriegen in naher Zukunft noch ein weiteres Titelchance. Und ja, ich bin zufrieden. Ja, zufrieden bin ich auch. Was ich gerade noch sagen wollte, wegen dem Cesaro-Swing. Also ich kann euch sagen, weil ich diverse Dokumentationen auch zu solchen Themen gesehen habe, da ging es vorwiegend um so Trainingslager von Elite-Einheiten. Es gibt einen Trick, wie einem dabei nicht schlecht wird. Das ist, deswegen heben die auch den Kopf noch so hoch. Du konzentrierst dich die ganze Zeit, egal wie lange sich das dreht, immer und immer auf denselben Punkt. Du guckst einmal dahin und konzentrierst dich immer auf denselben Punkt, dann wird dir nie wieder schlecht. Ja, dann lass uns doch weitergehen. Denn im nächsten Augenblick werden die ganzen Hall of Fame-Mitglieder gezeigt, die dieses Jahr eingeführt wurden. Und als letztes kam dann die Generation X heraus, die Headliner des diesjährigen Jahres, mit einem eigenen Entrance und haben
ganz viel gute Laune verbreitet, so würde ich es mal sagen. Ich fand es ziemlich lustig. Die DX immer schön. Ja, und dann kam das False Count Anywhere Match zwischen Shane McMahon und The Miz, was 15 Minuten gedauert hat, ziemlich gut war, fand ich. Man hat so ziemlich die komplette Arena genutzt, mit ein paar Stühlen und so weiter. Und dann am Ende sind sie auf ein Gerüst draufgeklettert und The Miz zeigt einen Suplex runter auf eine Fläche, die eingestürzt ist darunter. Und da lagen beide K.O., doch Shane McMahon hatte seinen Arm auf The Miz' Körper und somit gewann Shane McMahon nach 15 Minuten dieses Match. Ich habe von Anfang an gesagt, ich wäre kein Freund davon, wenn Shane McMahon das gewinnt. Allerdings, so wie er gewonnen hat, finde ich, kann man es gut machen. So hat auf jeden Fall niemand schlecht dastehen lassen. Keiner wurde schlecht dargestellt, so wollte ich sagen. Und ja, ich fand's gut. Also, da Shane gewinnt, habe ich mir vor ein paar Wochen irgendwie so gedacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man die ganze Fehde nur ein Match zieht. Hab mich dann am Ende irgendwie doch dagegen entschieden, so von wegen, ja, das ist WrestleMania, da kriegt irgendwie jeder immer so ein Feel-Good-Moment, um Rache geht. Dass es dann am Ende Shane wird, fand ich jetzt auch nicht wirklich schlecht, denn wie gesagt, man zieht es jetzt so weiter und irgendwann wird Miz gewinnen, da bin ich sicher. Muss er ja, weil sonst kriegt er ja seine Rache nicht und das wäre Schwachsinn. Aber das Finish hätte man nicht besser machen können und deswegen bin ich da auch nicht böse drüber, dass er gewonnen. Also ich fand es auch ein starkes Match. Mit dem Ende hätte ich auch nicht gedacht, dass da ein Shane gewinnt. Ich habe auch eher gedacht, dass ein Miz seine Rache bekommen wird, nachdem er das, was seinem Vater alles angetan wurde. Man hat ihn ja auch im Match gesehen, wie er sich mit Shane angelegt hat. Dann hat er ja die Schläge von Shane bekommen. Dann haben sich die Ärzte um den Vater gekümmert, während Miz dann im Publikumsbereich mit Shane beschäftigt war. Und wie ich schon mitbekommen habe, hat er sich auch bei der letzten Aktion, die zur Entscheidung geführt hat, auch ein bisschen verletzt. Miz an der Kopfverletzung musste auch genäht werden. Ich bin gespannt, wie die Fehde dann noch weitergeht. Bis auf die Tatsache, dass man natürlich jetzt die ganze Geschichte noch weiterführen kann, was ich gar nicht schlecht finde, weil ich einfach auch finde, die beiden funktionieren von der Chemie her gut, brauche ich nichts weiter zu sagen. Über das Match wurde alles gesagt. Das war fantastisch. So, ich würde sagen, wir gehen dann weiter. Und zwar das Women's Tag Team Championship Match zwischen den Iconics, der Boston Hug Connection, Nia Jax und Tamina, sowohl Natalya und Beth Phoenix. Das Match ging 10 Minuten, wieder etwas kurz, meiner Meinung nach, aber ein ziemlich gutes Match. Und am Ende gab es einen Avalanche Glam Slam von Beth Phoenix gegen Bayley, doch kurz vor diesem Move hat sich einer der Iconics eingewechselt gegen Bayley. Gegen Beth Phoenix. Hat dann Bayley nach diesem Move gepinnt. Und die Iconics sind neue Women's Tag Team Champions. Ich hab's gefeiert. Ich mag die Iconics. Ich finde es sehr verdient. Und soher fand ich es sehr, sehr gut. Also da bin ich jetzt mal tatsächlich, was Matchqualität angeht, nicht bei dir, denn ich fand das Match jetzt nicht wirklich gut. Klar, es hatte seine Momente, aber wenn man jetzt so die anderen Matches vergleicht, hat das dann schon so ein bisschen hinterhergehangen, sag ich mal. Es war um Gottes Willen nicht schlecht, aber man hat da schon ein bisschen mehr von erwartet. Immerhin war es ein Fatal 4-Way. Dass die Iconics gewonnen haben, finde ich auch nicht wirklich schlecht. Klar, sie halten jetzt nicht die besten Promos, die auch echt ins Ohr gehen, aber eine Peyton Royce zum Beispiel ist schon erstens nicht schlecht am Mike und auch nicht schlecht im Ring und eine Billie Kay kann irgendwo auch was, deswegen denke ich, kann man da schon was Gutes draus machen. Ich bin gespannt, wie der Titelrand von den beiden aussehen wird. Hoffentlich mit so wenig Promos wie möglich, aber ich denke, da kommt man nicht drum rum. Was man vielleicht noch ansprechen kann, ich und Marcel haben ja einen Tag davor noch die Hall of Fame gesehen, der Red Carpet. Wenn man sich da mal Billy Kay anhört, finde ich es irgendwie schade, dass man Billy Kay so ein Gimmick gibt mit rumschreien und rumcrashen, weil die kann echt gut reden und das darf sie nicht zeigen. Finde ich echt schade. Also erstens, Hall of Fame habe ich auch geguckt und ja, auch Red Carpet, bin voll bei dir, absolut. Eine Sache gibt's noch zu sagen zu diesem Match, da habe ich mit dem Michi darüber diskutiert, weil wir haben WrestleMania tatsächlich zweimal geguckt. Ja, wir sind so bekloppt und es gab an dem Abend noch eine Diskussion, ob Bayley in dem Moment, als sie gepinnt wurde, überhaupt die aktive im Ring war. Wir wissen inzwischen, ja, war sie, weil wir es nachgeguckt haben. Aber, und darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, ganz clean war der Sieg der Iconics nämlich nicht. Denn nach neuesten Tag-Team-Regeln hätte der Tag von Peyton niemals
durchgehen dürfen. Weil A, sie war nicht in ihrer Ecke, hatte das Tag-Seil nicht in der Hand. B, sie hat sich am Arsch von Beth Phoenix eingetaggt. Tags zählen nur noch oberhalb des Körpers. Und wenn sie das jetzt weiter benutzen, dann habe ich nichts dagegen. Und ansonsten, fuck you WWE, halt dich endlich an deine eigenen Regeln. Ja, da denke ich ja, dass es wieder mal so ist wie immer bei der WWE. Sie machen Regeln, an die sie sich selbst nicht halten. Und diese Regeln werden dann immer da wieder etwas geweitet und da wieder erweitert. Da man immer etwas Neues sucht, wie man die Matches zu Ende bringt. Deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass man es macht, so wie du es gesagt hast, aber ich hätte wahrlich nichts dagegen. Also ich fand das Match jetzt eins der schlechtesten, eins von zweien tatsächlich. Beim zweiten kommt es aber noch auf die weitere Story drauf an, wie sie es jetzt benutzen werden. Dazu kommen wir aber später noch. Und das mit dem Taggen, jetzt hat Daniel ja schon gesagt, war nicht so regelkonform, nach meiner Meinung nach. Die Iconics hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber wie würde jetzt Marlo sagen, das war ja wieder mal Iconic? Naja, ich hätte gedacht, dass Bayley und Sasha Banks aufgrund dessen, dass der Titel noch so neu ist, ihn noch mal verteidigen werden. Naja, aber das Match an für sich, muss ich Luki zustimmen, war jetzt nicht gerade das Beste. Mit den Iconics muss man halt jetzt leben, aber ich hätte lieber jemand anders gesehen. Michi, ich muss dir noch mal sagen, schreib doch mal eine Bewerbung an die WWE. Du kannst bestimmt als Manager von den Iconics durchgehen mit deinem Iconic-Rumgekreische. Nein, das habe ich schon mal gesagt, werde ich nicht tun. Aber das Attire von Peyton war mega noch. Das mal nebenbei. Peyton ist auch mega. Schön, hätten wir das Detail auch. Eine Sache habe ich in meiner Meinung noch vergessen. Das, was mich halt auch sehr an dem Match gestört hat, war tatsächlich nicht nur, wie man jetzt rund unserer letzten Podcast erwarten könnte, die Anwesenheit von Anaya und Tamina, die gewohnt kacke waren, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich habe mir tatsächlich auch einfach mehr von Beth Phoenix versprochen. Also sie hat so groß rumgetönt und dass sie extra aus der Rente wiederkommt und ganz toll trainiert hat, irgendwie fand ich die schwer langweilig. Ja, dann kommen wir doch schon zum sechsten Match, beziehungsweise immer die Kickoff-Show, das du siehst, dem 10. Match schon. Ja, und zwar Kofi Kingston gegen Daniel Bryan um den WWE Championship. Problem, was ich mit diesem Match habe, werde ich direkt schon mal vorweg sagen. Sie haben sich quasi selbst Sie haben einen Thron quasi draußen aufgestellt mit einem Tuch drüber und man sehen konnte, dass ein Titel darunter. Ja, was heißt das wohl? Es wurde von Anfang an gesagt, wenn Kofi hat von Anfang an gesagt, wenn er den Titel gewinnen sollte, haben den normalen und nicht diesen Öko-Titel von Daniel Bryan. Ja. Um also kurz auf die Spoiler-Geschichte zurückzukommen, das kann man auf zwei Seiten sehen. Denn einerseits kann man sagen, okay, The New Day wollte vorbereitet sein und hat schon mal den Titel da bei sich, damit sie den ihm direkt geben können. Also so gesehen muss man das nicht unbedingt als Spoiler sehen, aber doch, man kann es auch. Es gab auf zwei noch Seiten einen sehen. Weiteren Spoiler. Ja, ich weiß, mit der Geschenkkiste. Nein, die Geschenkkiste ist nicht das Problem. Zwei Sachen. Erstens, die WWE verkaufte eine Woche vorher schon Championship-T-Shirts mit Kofi. Das war Spoiler. Ich auch gesehen. Ja, okay, das war Spoiler Nummer zwei. Zweitens, es ist deswegen ein Spoiler, weil der Titel abgedeckt war. Hätten sie das gemacht, wie du gesagt hast, mit dem, sie wollen auf alles vorbereitet sein, hätte ich zwei Tische gehabt, einen Titel auf Tisch 1, einen Titel auf Tisch 2, sichtbar, alles wäre gut gewesen. Dadurch, war nicht so wie im Main Event. Richtig, wie man das bei den Frauen auch gemacht hat. Dadurch, dass sie das Ding versteckt haben, war es ein Spoiler, weil jeder wusste, okay, da ist der Titel drunter, wir dürfen es nicht wissen, also gewinnt Kofi. Ja, und wie unwahrscheinlich war es für euch, dass Kofi gewinnt? Null. Dass Kofi verliert, sag ich mal? Null. Merkst du? Ja. Deswegen, was halt auch noch stört, dass die da gleich Kofi auf die Seitenplatten drauf gemacht haben. Fand ich jetzt auch gerade noch ein bisschen blöd. Ja gut, aber da bin ich dann bei Luki, das habe ich dir ja auch gesagt. Da kann man dann einfach sagen, sie wollten eventuell darauf vorbereitet sein, dass es so ist. Aber dafür, man hätte nur die bescheuerte Decke weglassen müssen, dann hätte man diese ganze Diskussion nicht. Das ja, ist das alles. Das mit den Seitenplatten würde ich auch so nicht scheiße finden, weil immerhin hätte Daniel Bryan den Titel nie bekommen, hätte er verteidigt. Und so kann man direkt die Seitenplätze haben, passt doch. Ja, da stimme ich euch zu. Deswegen, das
Problem habe ich mit diesem Match. Ansonsten ein sehr, sehr starkes Match von beiden. Hatten eine super Chemie im Ring miteinander. Und nach 23 Minuten hat Kofi Kingston dann den WWE Championship gewonnen. Ich würde sagen, zum Glück, da ich Kofi feiere, schon seit 10 Jahren. Und Daniel Bryan fand ich nie schlecht. Ich fand ihn aber auch nie unglaublich super. War nie ein Fan von ihm und als Heel gefällt er mir im Moment einfach überhaupt nicht. Deswegen bin ich froh, dass er den Titel wieder los ist. Und so konnte man es machen, außer halt, dass man sich selber gespoilert hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu dem Match zu sagen, weil da gibt's auch nicht viel zu sagen. Ich bin froh, dass Kofi den Titel gewonnen hat. War ein ordentliches Match, gab sehr viele schöne Spots und ja, bin froh, dass Kofi gewonnen hat. Kann man hoffentlich auch so lange weiterziehen wie möglich, denn ich habe jetzt keinen Bock, dass Kofi den Titel direkt beim nächsten Pay-Per-View wieder verliert, aber freut mich auf jeden Fall. Also ich fand das Match auch mega stark, mal abgesehen von dem Spoiler, wo wir schon wussten, dass Kofi gewinnt, haben sie trotzdem ein starkes Match draus gemacht. Das Running Knee, das war auch mal wieder aus der Hölle. Da hatte ich auch schon gedacht, oh ja, das kann es gewesen sein und dann der Kickout. Aber wenn jetzt Kofi das Match verloren hätte, hätte ich das auch ein bisschen lächerlich gefunden durch den ganzen Storyaufbau. Aber ich finde es gut, dass er es gewonnen hat. Aber wir haben ja schon eine Theorie, wie er den Titel verlieren könnte. Ja, ich habe es verstanden. Ich werde diese Theorie jetzt gleich kundtun. Grundsätzlich aber mal zum Match. Dieses Match hat mir persönlich den Moment des Abends gebracht. Und zwar nicht das Match selber, sondern das, was danach passiert ist. Als Kofis Kinder im Ring gestanden haben. Ich fand das unheimlich toll und super süß, gerade wie der Älteste von denen, ich glaube, es ist der Älteste, dann versucht hat, diesen ja nicht ganz so leichten Titelbelt da hochzuhalten. Und als er dann oben war, es auch noch hingekriegt hat, das fand ich schon echt niedlich. Und bei dem Aufbau, es gab gar keine andere Lösung, als Kofi gewinnen zu lassen. Und das in so einem starken Match, super. Ich weiß noch, dass Evo gesagt hat, er muss mir erstmal beweisen, dass er Champion sein kann, weil Kofi als Champion ernst zu nehmen ist schwierig. Aber ich glaube schon, das Match, um den Titel zu gewinnen, war für mich ein ganz, ganz großer Beweis, dass er Champion-Material hat und ist. Und von daher super, super gerne. Und jetzt zu der von mir erwähnten Theorie. Wir hatten jetzt im Vorfeld zu WrestleMania oft genug, dass Vince sich irgendwelche Schikanen hat einfallen lassen. Und warum nicht jetzt auch wieder? Er kommt heute bei SmackDown raus, sagt, Kofi, hätte ich nicht gedacht, dass du den Titel gewinnst. Ist schön, gratuliere dir, aber du musst ihn jetzt auch verteidigen. Und ich sag dir auch, wer dein erster Gegner ist. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Mein Vorschlag wäre gewesen, er zeigt kommentarlos auf Big E. Michis Vorschlag wäre gewesen, gefällt mir fast noch besser, zeigt gar nicht erst auf Big E, sondern Big E attackiert ihn einfach. Könnte man ringen. Dritte Option, man spielt einfach mal die New Day Musik. Fände ich saulustig. Mit der dritten kann man auch leben. Aber man muss auch dazu sagen, es war auch das längste Match des Abends, was eigentlich das zweitlängste hätte sein sollen. Ja, das hat's ja nur der gekürzten Variante vom Frauenmatch zu verdanken, dass jetzt selber das längste ist, weil ja scheinbar dem Frauenmatch so circa 7 bis 8 Minuten fehlten. Also da muss ich dem Michi gleich wieder widersprechen, denn das längste Match war Batista gegen Triple H. Das steht sogar hier, Triple H gegen 24 Minuten und das Championship-Match gegen 23. Gut, dann war es halt das längste Championship-Match. Aber es war eins der längsten Matches. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Backstage-Segment. War Alexa Bliss stattet den beiden angeblich verletzten Jungs von Saturday Night Live Backstage einen Besuch ab und sagt, dass Braun Strowman eigentlich ein netter Kerl sei. Die denken das aber nicht so, sind etwas traurig drüber und sauer. Naja, und plötzlich tauchen von hinten in Ärzte-Outfits Scott Hall und Kevin Nash auf und fragen dann so ein bisschen blöd, wollen wir jetzt mit der Behandlung beginnen? Und ich fand es so super, ich hab wirklich gedacht, ich fand's gut. Also kann man so weitermachen. War das da, wo Luki gesagt hat, kann Alexa Bliss alles tragen? Nein, das war danach. Das war ihr letzter Bühnenauftritt, wo sie zum letzten Mal vorne hingegangen ist. Ach so, ja gut. Aber ja, ich fand es trotzdem lustig mit dem Segment, mit dem Ärztekittel
und so. Wir fangen jetzt mal an mit der Operation sozusagen. Nostalgie. Ja, Nostalgie pur. DMWO, DMWO. Einfach super. Und dann gehen wir doch zum nächsten Match. Summer Joe gegen Rey Mysterio. Am Anfang zeigt Rey Mysterio ein paar Aktionen. Beispiel eine Springboard Hurricane Runner. Will dann den 619 zeigen, wird aber im Coquina Clutch abgefangen und nach einer Minute hat Samoa Joe durch den Coquina Clutch gewonnen. Ich vermute einfach, dieses Match ging so kurz, weil Rey Mysterio immer noch nicht ganz fit ist. Aber ja, kann ich jetzt halt wenig zu sagen. Ging halt leider nur eine Minute. Bisschen schade. Ja, wie Marcel schon gesagt hat, das Ganze kann einfach nur damit zusammenhängen, dass Rey Mysterio noch nicht ganz so fit ist. Deswegen finde ich das auch okay so, weil im Endeffekt hat man dann das Match trotzdem noch gebracht. Klar, man lässt den Rey Mysterio jetzt nicht so schwach dastehen, sag ich mal, durch die Verletzung, aber es ist halt für den Rey Mysterio ziemlich schade. Vielleicht kriegt er noch mal eine Chance für ein richtiges Match dann in ein paar Wochen. Ihm sei es auf jeden Fall zu gönnen. Ich muss widersprechen, weil selbst wenn durch die Verletzung ist, kann ich auch so mit dem Ergebnis leben, weil natürlich, es ist unheimlich scheiße für Rey Mysterio und meine Frau als absoluter Rey Mysterio-Fan, meine Taschentuchpackung war nach diesem Match leer, das kann ich euch sagen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, gegen wen er gekämpft hat. Und selbst wenn es nur eine Minute war, diese eine Minute hat Ray geschadet, aber meines Erachtens Joe auch unheimlich geholfen, weil der Coquina-Clutch ist bitterbös und der kann auch schon mal nach einer Minute vorbei sein. Also das passt schon irgendwie. Ja, ich stimme dir zu. Trotzdem finde ich es schade, denn ich glaube, die beiden hätten ein ziemlich, ziemlich gutes Match aufbauen können. So, wenn dann niemand was zu sagen hat, dann kommen wir direkt zum Match Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Das ging 10 Minuten. Und am Ende gewinnt Roman Reigns nach seinem Spear. Hat mir nicht ganz so gut. Ich fand das Match super, versteht mich da nicht falsch. Sie haben beide gezeigt, dass sie was können. Nur mir hat erstens nicht gefallen, dass Roman Reigns da gewonnen hat, da ich es Drew McIntyre mehr gegönnt hätte. Und vor allen Dingen, dass das Match so kurz war, hat mir nicht gefallen. Ich hätte es 5 bis 10 Minuten länger mir vorstellen können, dann wäre es bestimmt noch viel besser geworden. So waren es leider halt nur 10 Minuten, aber egal. Ich denke, ich kann dafür Daniel und Michi gleich noch mitsprechen, wenn ich sage, dass das Match an sich ziemlich gut war. Allerdings das Finish ziemlich abfuck war. Denn ja, ein Roman Reigns kriegt das ganze Match teilweise nur aufs Maul und dann kommt ein Spear aus dem Nichts und er gewinnt. Das hat auch Evo schon gesagt, ist ein bisschen Bullshit. Aber da vertrete ich jetzt meine Meinung, da werden die anderen beiden dann nicht mit mir übereinstimmen, dass ich einfach sage, dass Roman Reigns diesen Sieg auch gebraucht hat, sag ich mal. Denn man hat hier immer noch in den ganzen Aufbau die Familie, sag ich mal, mit reingezogen. Und dass man da dann irgendwann die Rache für Roman Reigns bringt, war klar, dass er dann da gewinnt. Deswegen, so aus dem Nichts kam der Sieg auch nicht. Ein Drew McIntyre hätte den Sieg vielleicht auch gebraucht. Aber wie gesagt, da muss man gucken, wie man das über die nächsten Wochen dann aufbaut. Das hat Daniel schon gesagt. Und wie man das mit den beiden halt weiterzieht. Da wird Drew McIntyre bestimmt irgendwann, wenn eine Fehde draus gemacht wird, noch als Sieger von rausgehen. Aber bei WrestleMania fand ich den Sieg von Roman Reigns nicht so falsch. Also ich stimme da voll und ganz zu mit dem Sieg von Roman Reigns. Mir war es auch klar, dass er gewinnen wird. Zumal er ja diese Leukämie hatte und zurückkam, glaube ich jetzt nicht, dass die WWE ihn hätte deswegen verlieren lassen. Mir war klar, dass er ihn gewinnen lassen bei WrestleMania. Und dann kam ja auch noch die Geschichte mit der Familie, wo er die Familie sozusagen angegriffen hat von Roman Reigns. Klar, man kann es damit bringen. Er hat jetzt den kompletten Shield zerstört von McIntyre, aber dadurch, dass er jetzt noch auf die Familie ging, konnte sich Roman Reigns rächen. Und ich denke mal, das nächste Mal wird dann Drew McIntyre gewinnen und kann dann posieren, er hat den ganzen kompletten Shield besiegt und zerstört. Vom Match her hätte es auch ruhig noch ein bisschen länger gehen können. Aber man hatte, glaube ich, bei dem Match auch schon gesehen, dass die Crowd richtig müde war und schon nicht mehr wirklich Interesse daran hatte, zuzuschauen. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Man hat in diesem Match wirklich schon gemerkt, die Crowd wollte nicht mehr wirklich. Die waren müde, erschöpft und so wurden sie leider immer leid. Hat jetzt noch irgendjemand was hierzu zu sagen? Ja, ich. Weil ich würde auch gerne, wenn ich darf. Nee, du darfst nicht. Nein, alles Spaß. Klar, ich wollte das sagen. Du hast mich mal gerade völlig ausgeblendet. Weil ich muss A, dir widersprechen und B, Luki ein Stück weit widersprechen. Denn ich bin gar nicht so weit weg von dir, Luki. Das Problem ist einfach, wie du schon sagtest, dass ich es angedeutet habe. Sie müssen diesen Sieg jetzt vernünftig verbauen. Weil als Sieg für sich haben sie jetzt einen Fehler gemacht. Denn Roman steht jetzt wieder als der da,
der bei Pay-Per-Views ständig gewinnen darf, wenn sie es so lassen. So, zum Thema, das Match darf 5 bis 10 Minuten länger gehen. Nein, darf es nicht. Denn wenn du das Match noch 5 bis 10 Minuten länger machst, heißt das, Roman muss noch 5 bis 10 Minuten mehr Arbeit leisten und soll dann aber der sein, der gewinnt. Was glaubst du, was die Live-Fans dann veranstaltet hätten? Dann hättest du innerhalb von einem Pay-Per-View alles, was du in den letzten Wochen aufgebaut hast, völlig zerrissen. Ich glaube, ich muss es etwas anders formulieren. Ich hätte es mir gut vorstellen können, wenn das Match 5 bis 10 Minuten länger geht und Roman es dann verliert. Und dann fangen wir an mit Elias. Ja, Elias darf auch bei WrestleMania nicht fehlen. Und es fängt an mit einem quasi Backstage-Segment, wo man Elias sieht, wie er Schlagzeug spielt. Dann kurz darauf sieht man, wie er Piano spielt. Und dann sitzt er auf einmal im Ring und spielt Gitarre. Und dann redet er quasi zu sich selbst und spielt alles drei. Ich fand's unglaublich super. Es war ultra witzig. Doch dann wurde er kurze Zeit später unterbrochen. Und zwar von einem Video, was sein altes Baseballspiel der Yankees gezeigt. Und dann, wo das Video vorbei war, kam eine Musik, wo ich nicht gedacht hätte, diese nochmal zu hören. Zuerst wusste ich nicht ganz, wohin damit, doch dann war es mir klar. Der Doctor of Sugenomics, der Rapper John Cena, wieder da. Sein altes Heel-Gimmick hat John Cena ausgepackt, um hier eine kleine Überraschung zu bringen. War super. Wie er Elias gedisst hat, wie er selbstironisch zu sich war, zum Beispiel zu seinen Filmen gesagt hat, they suck, so, sie sind scheiße und so. Das fand ich alles sehr, sehr witzig. Und am Ende hat er dann gesagt, ja, und jetzt wird es keinen AA geben, den werden wir heute nicht sehen, sondern einen FU. So hieß sein Finisher damals. Ich fand's super. Also, ich weiß, es ist wahrscheinlich nur ein One-Night-Only-Auftritt, aber ich würde sagen, mehr davon. Mehr brauche ich dazu auch nicht zu sagen, als Weltklasse-Segment kann man gerne öfter bringen, hätte ich nichts dagegen. Ja, du hast halt direkt gemerkt, das Publikum war es natürlich heute aus anderen Gründen damals, aber einem John Cena grundsätzlich an den Kopf wirft, John Cena sucks. Wie gesagt, früher war es, weil er ihn wirklich auf den Sack gegangen ist. Heute ist es wie bei Kurt Angle mit dem You Suck. Das ist einfach Running Gag schlechthin. Aber das Heel-Gimmick kam und die Fans waren sofort wieder da. Die haben keinen Bock auf diese Schmalzlocke John Cena als Face. Und das hast du so hart gemerkt in diesem Segment, weil die waren sofort wieder drin. Die hatten sofort Bock auf John Cena als Heel und Hip-Hop. Alles war super. Und bis auf diese kleine Tonmacke, die man in dem Segment hatte, war das ein fantastisches Segment. Wie gesagt, diese eine kleine Stelle, wo Elias dieses Lied spielt, mit allen drei Instrumenten und seine Akustikgitarre klingt aber, zumindest von dem, was man gehört hat, wie die E-Gitarre, war ein bisschen falsch gebaut, aber scheiß drauf, war geil. So, es gab auch noch ein No-Holds-Barred-Match zwischen Triple H und Batista. Wenn Triple H verliert, muss er seine In-Ring-Karriere beenden. Dieses Match ging fast 25 Minuten, also 24 Minuten, 46 Sekunden und es war sehr stark. Batista hat gezeigt, er kann immer noch etwas. Obwohl er mittlerweile etwas älter ist und sehr lange nicht im Ring gestanden hat, hat man ihm das nicht angemerkt. Also höchstens so ein bisschen, dass es manchmal etwas unrund aussah, aber sonst hat auch Batista gezeigt, er kann es noch und wie er es kann. Ja, Triple H war sehr, sehr brutal in dem Match, hat mehrfach mit einer Stahlkette zugeschlagen und Batista seinen Nasenring rausgezogen. Ja, und am Ende kam dann Ric Flair raus, hat Triple H einen Vorschlaghammer in die Hand gedrückt. Er hat damit zugeschlagen, hat dann den zweiten Pedigree gezeigt und das Match war vorbei. Triple H's Karriere ist nicht vorbei. Das war für mich eines der besten Matches bei WrestleMania, gerade wenn man am Anfang habe ich viele Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, das Match wird nicht so gut, weil zwei alte Männer in einem Ring, das ist nie gut. Aber gerade mit der Stipulation und mit einem Triple H, der aus jedem Match was rauskitzeln kann, auch in seinem Alter, und ein Batista, der auch wirklich noch nicht alles
an Können verloren hat, sage ich mal, war das Match schon ziemlich stark. Man hatte echt viele brutale Momente, die man sich in so einem Match natürlich auch wünscht. Gerade mit dem Nasenring, auch gerade wie Triple H ihm mit einer Zange die Finger zusammengequetscht hat. Das waren einfach so Momente, die hat man in dem Match gebraucht. Und so war ich echt begeistert von dem Match und finde es irgendwie auch schade, dass Batista jetzt nach dem Match gesagt hat, dass seine Karriere vorbei ist. Denn ein, zwei Matches von ihm hätte ich gerne noch gesehen, aber so, denke ich, kann man das auch machen. Also man muss schon sagen, die haben sich beide von ihrer brutalen Weise gezeigt. Was ich mir vielleicht noch hätte gewünscht, dass sie ein bisschen weiter weg vom Ring gehen. Da kann man aber auch wieder mit dem Argument kommen, der Pin muss ja im Ring erfolgen. Deswegen kann man es auch schon verstehen, dass sie nicht weiter weggegangen sind. Außer man hätte dann noch gesagt, es ist ein False Count Anywhere Match, dann hätte man es bringen können. Und was ihr noch ganz vergessen habt, war der Special Entrance. Da gab es nämlich auch diesmal wieder einen von Triple H, wie eigentlich schon immer, wenn er ein Match bei WrestleMania hat. Also den Entrance, den fand ich ja auch mal mega nice, wie der da mit dem Auto zum Ring gefahren ist und dann noch aus dem Gesicht, kann man sagen, an dem Auto, mit diesem grünen Effekt, das war schon mega. Aber das Match an für sich war auch für mich das eins der besten bei WrestleMania und Triple H Karriere ist gerettet. Ich hatte schon mal ganz, ganz kurz den Gedanken auch in den Raum geworfen, bevor das Match war. Was ist denn eigentlich, wenn man Triple H Karriere, also In-Ring-Karriere, tatsächlich beenden will, damit er sich nur noch auf seinen Posten als COO konzentrieren kann? Dann wäre das doch ein geiler Weg gewesen. Ich meine, wir wissen alle jetzt, dass es nicht passiert ist. Ich kann damit leben. Ich gucke mir Triple H gerne an. Abgesehen von Matches, in denen der sich komplette Brustmuskel abreißt. Aber es war ein geiles Match, weil es war No Holds Barred und regelfremde Matches zwischen Batista und Triple H waren immer stark. Wir haben diverse Kommentare während des Matches auch im Discord gehabt. Ja, das war voll verbotscht. Man hat das voll gesehen. Man hat überhaupt nichts. Das Match war mega geil. Und diese Entrance, ich habe gesagt, wenn wir wieder bei WWE 2K20 unsere Online-Liga machen und es wird diesen Einzug geben mit diesem Auto, werde ich den besitzen. Der ist ganz allein nur für Daniel. Den wird er sich dann machen als sein eigener Entrance. Der erhebt der Anspruch. Das Auto wird mein Share als Hairman. Ha, ha, ha. Dann kannst du Anspruch drauf erheben. Genauso wie ich auf meinen Sascha Rollins Anspruch drauf hebe. Dann gehen wir doch mal zu einem weiteren ganz kleinen lustigen Backstage-Segment. Alexa Bliss macht Werbung für ein neues T-Shirt von Daniel Bryan, was bereits gedruckt wird, wenn Daniel Bryan gewinnen sollte. Dazu waren das B-Team quasi die Models, die es gezeigt haben. Doch plötzlich gab es eine Kameraumschwenkung und da stand WWE Hall of Famer Ron Simmons. Und er hat geguckt und dann Damn! Gesagt. Ich fand's super. Den typischen Damn-Spot von Ron Simmons. Einfach nur lustig. Und dann ging es zum Kurt Angle Retirement Match, was 6 Minuten ging. Ja, geht in Ordnung. Das Match war in Ordnung. Der beste Spot in dem Match war wohl der unerwartete Moonsault von Kurt Angle. Doch danach hat er dann nach dem End of Days verloren und hat leider seine Karriere jetzt mit einer Niederlage gegen Baron Corbin beendet, was ich nicht ganz so gut und witzig finde, wie das Segment davor. Aber was soll's? Der Moonsault, der im Moment zum Verhängnis wurde. Ja, zum Matchausgang muss man so auch das in Betracht ziehen, dass ein Kurt Angle nicht gegen Baron Corbin kämpfen wollte und sich gedacht hat, okay, wenn ich gegen ihn kämpfe, dann möchte ich das bitte verlieren. Weil, jetzt mal angenommen, man bringt einen John Cena, da wäre es egal gewesen, wenn der John Cena verloren, weil bei ihm steht keine Karriere, sag ich mal, bevor. Aber wenn man den ganzen Meldungen, sag ich mal, Glauben schenkt, dann steht Corbin vor einem Push und dann bringt ihm der Sieg im späteren Verlauf ziemlich viel. Und da ist dann auch Kurt Angle so ein Mensch, wo er sagt, okay, wenn er von dem Push steht, dann gebe ich ihm den Spot und leg mich für ihn hin. Ich denke, das ist zwar schade, weil es ein Baron Corbin ist, aber von der Story her ist es eigentlich gar nicht dumm. Also ich glaube, jetzt wenn er einen anderen Gegner gehabt hätte, wäre das Match auch länger gegangen. Man hätte dann vielleicht auch trotzdem machen können, dass er das Match verliert, aber man hätte es länger ziehen können. Fand es halt jetzt schade, dass er verloren hat. Ausgerechnet gegen Corbin und zu dem Segment davor. Das Outfit von Alexa Bliss sah scheiße aus. Da gab es aber am Anfang noch so ein Outfit, das war auch scheiße. Da hatte ja dann Luki gesagt, sag mal, kann die alles tragen? Nein,
Kann sie nicht. Taufe mich. Wieso ich würde sagen, sie kann alles tragen. Nein, kann sie nicht, weil das erste Outfit, was sie anhatte, mit dieses grün-rosane Ding, nee, es war das zweite, das hat ausgesehen wie so ein Bademantel. Ganz furchtbar. Da bin ich voll bei Michi. So, zurück zu den interessanten Sachen, nämlich dem, was im Ring passiert ist. Über das Ende können wir jetzt diskutieren. Wir wissen nicht, wie es tatsächlich war. Was wir wissen ist, dass Kurt Angle gesagt hat, gebt mir doch John Cena. Das wäre halt mega cool, weil John Cena, beziehungsweise ich war John Cenas erster Gegner. Lasst es uns auch so zu Ende bringen. Wie wir wissen, er hat John Cena nicht gekriegt. Er hatte keinen Bock auf Baron Corbin im Prinzip. Ja, trotzdem war es aber ein vertretbares Match. Selbst ein Baron Corbin hatte plötzlich einen Move mehr als sonst. Macht dann also schon 4. Ganz kurzer Slow Clap. Und das war's. Vor allem hätte man noch John Cena in diesem Gimmick, wo er da zuvor aufgetreten ist, richtig gut in dieses Match reinbringen können, weil er mit dem Gimmick auch das erste Match gegen Kurt Angle bestritten hat. Aber warum auch immer die WWE Baron Corbin genommen hat, das war es wieder natürlich die WWE nur selbst. Dann lass uns doch zum nächsten Match gehen. Und zwar Finn Balor gegen Bobby Lashley um die WWE Intercontinental Championship im Co-Main Event. Das ganze Match ging 4 Minuten und der Demon Finn Balor, der diesmal unglaublich gut aussah, also wirklich stark geschminkt, fand's besser wie die letzten Male, der Demon, hat sich den Titel geholt. Ja, ich find's eigentlich schade, dass das Match zu kurz war. Du hast den Demon wieder sehr, sehr gut darstellen lassen, von daher kann man das so machen. Ja. Alles, was ich mich tatsächlich langsam beginne zu fragen, ist, wie lange darf der Demon machen, was der Demon macht? Irgendwann muss das Thema um den Demon ja auch mal beendet werden. Dieses, er ist unschlagbar. Und wenn nicht mal Lashley es schafft, wer soll es dann schaffen? Match, jeder hat es so erwartet, es hieß, der Demon kommt, klar, also muss der gewinnen. Mir gefällt Finn Balor mit Titel auch besser als ohne, von daher alles gut. Dann hat man hin und wieder noch unseren Freund Leo Rush eingebaut, der sich vor Angst bald in die Hose geschissen hat, wenn er dem Demon nur ins Gesicht geguckt hat. Von daher, ich freue mich tatsächlich darauf, wie das jetzt weitergeht. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Ich finde, auch hier hat man, denke ich, so wie es aufgebaut wurde, alles richtig gemacht. Der Titelwechsel nach 4 Minuten war eigentlich schon von Anfang an vorprogrammiert. Das ist jetzt auch, finde ich, nicht schade, weil es ist immer noch der Demon. Wer der Erste sein wird, der den Demon besiegt, das kann man, denke ich, nicht predikten, weil das könnte im Endeffekt jeder sein, der mal einen guten Tag hat, sag ich mal. Aber ich hoffe, das wird noch eine lange Zeit so bleiben mit dem Demon, denn so machst du den Demon natürlich auch kaputt, wenn er verliert. Und das soll jetzt erstmal so bleiben, denke ich. Aber wie es dann mal in 2-3 Jahren aussieht, weiß man natürlich nicht. Das Match fand jetzt nicht so schlecht, dass ein Bobby Lashley sich nach 4 Minuten hinlegt. Finde ich auch nicht dumm, weil ich brauche Bobby Lashley nicht als Intercontinental Champion. Wenn er einen Titel gewinnt, dann den Universal-Titel. Passt, denke ich, besser zu ihm als der Midcard-Titel. Und sonst war ein schönes Match, war schön anzusehen. Kurz, aber knackig. Was ich ja noch gesagt habe, der Demon Ace, der Demon Baylor, der darf ja aus allem auskicken, kann man sagen. Er hatte ja einen so ein Suicide Spear, den normalen Spear gefressen und ist ausgekickt. Da wäre der als normaler Finn Baylor garantiert nicht ausgekickt. Wenn man sieht, dass er da teilweise durch einen Spear schon besiegt wurde. Ja, es war jetzt klar, dass da Demon gewinnt. Bin auch gespannt, wer den Demon besiegen kann. Ich denke, das wird unerwartet, wie damals beim Undertaker. Damit rechnet wahrscheinlich keiner, dass der Demon irgendwann besiegt wird. Und dann auch noch von so einer Person, zum Beispiel wie der Undertaker von Brock Lesnar. Damit hätte wahrscheinlich auch niemand gerechnet. Kurzes Match, knackig. Ich hoffe, Finn Balor bleibt jetzt eine Weile Champion. Bobby Lashley brauche ich nicht als Intercontinental Champion. Und ich glaube noch dazu gesagt, es wäre nicht der Co-Main-Event gewesen. Ich vermute mal, die Farbe wollte nicht trocknen. Ja, ich stimme euch so ohne weiteres dazu. Und dann kommen wir auch wieder zu Alexa Bliss, die diesmal herauskommt und verkündet, dass 82.265 Zuschauer live in der Arena gab und dann auch noch eine kleine Pause angekündigt hat. Und dann kam Arthur von Carmella heraus mit einem Dance Break. Hey! Und dann sah man, wie Charlotte Flair in einem Helikopter zur Arena geflogen kam. Und dann kam schon die Live-Interpretation von Joan Jett, Lied Bad Reputation zu Ronda Rouseys Einzug. So kam dann Ronda Rousey, Charlotte Flair
Und am Ende Becky Lynch, die an diesem Abend verdammt gut aussah. Mein Gott. Und dann gab es ein Match, was 21 Minuten lang ging. Was eigentlich ziemlich schön war, finde ich. Gute Aktionen. Dann finde ich sehr schade, dass sich Ronda Rousey während dem Match die Hand gebrochen hat. Und dass sich wahrscheinlich auch Charlotte während der wohl schönsten Aktion in dem Match einem Spanish Fly vom Top Rope wahrscheinlich am Knie verletzt hat. Sah nicht ganz so toll aus, aber sonst okay. Sie sahen so aus, als wären sie ein bisschen nervös gewesen, aber das kann nicht alles verstehen. Deswegen, ich fand's gut. 22 Minuten fast, kann man so machen. Titelwechsel, Becky Lynch pinnt Ronda Rousey nach einem, ja, vielleicht etwas missglücktem Cover, kann man so sehen, denn die Schultern waren nicht wirklich unten. Aber, ach Mann, ist doch eigentlich egal. Becky hat den Titel. Ja. Also ich halte mich mal ganz kurz, denn ich glaube, Daniel brennt da was zu sagen. Ich will einfach nur sagen, dass das Match fand ich ziemlich stark. Auch wenn es ein bisschen kurz war und gerade das Ende ein bisschen abrupt kam, finde ich es nicht schlecht. Becky verdient das Ganze. Charlotte brauche ich nicht als Championess, genauso wenig wie Ronda Rousey. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Ronda Rousey gepinnt wurde. Aber ansonsten starkes Match, verdienter Main Event und ja. Richtig, ich brenne total darauf, was dazu zu sagen. Denn fangen wir mal vorne an. Die Verkündung der Besuchszahlen von WrestleMania sind ja jedes Jahr aufs Neue eigentlich track gelogen. Die WWE gibt Zahlen bekannt und es dauert eine Woche, dann kommen die echten Zahlen und dann sieht man mal, wie weit das auseinander liegt. Ich bin schon gespannt, wie weit es dieses Jahr ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2, dann kommen wir zum Nipple Threat Match. Und ja, das habe ich bewusst so gesagt. Gott, was haben wir im Discord Diskussionen gehabt, wie verbotscht das doch ist und wie nervös die doch alle aussehen und das passt alles überhaupt nicht zusammen. Bullshit. Einfach nur riesen Bullshit. Erst, sie sind die ersten Frauen, die in einem WrestleMania Main Event stehen. Natürlich sind sie nervös. Weiten. Jeder, der mir erzählt, das Ende war verbotscht. Selbst wenn es so war, ihr könnt ja gerne mal versuchen, 60, 70 Kilo mit einer gebrochenen Hand hochzuheben. Das mal für alle die, die da rumheulen, das Ende war scheiße. Drittens, stellt euch mal vor, Zahl X Leute und reißt so ab, wie die Frauen das da gemacht haben. Und wenn ihr all das geschafft habt, dann kann ich eure Kritik wahrnehmen. Ich fand dieses Match einfach nur fantastisch. Stimme ich dir voll und ganz zu, Daniel. Aber vielleicht hast du noch was vergessen. Ich glaube, diesen Auftritt von dieser Live-Performance. Ach ja, okay. Der war grauen. Den hattest du ja auch ein bisschen zu bemängeln. Ja, der Auftritt von Joe & Jett war furchtbar, aber da konnte weder die Band noch Becky was dafür. Die Tontechnik war einfach für den Arsch. Meinst du, Ronda konnte da nicht für? Denn Becky hat damit wohl nichts für. Ja, natürlich. Ronda konnte da nichts für. Und fällt mir gerade noch zum Thema ein. Weil das auch jemand kritisiert hat, weil sie ja wieder dieses Spielchen gespielt hat. Grinsen, grimmig, grinsen, grimmig. Die hat einmal gegrinst und das war, als sie neben Joe & Jett gestanden hat. Und das kann ich ihr nicht mal verübeln, weil selbst sie hat sich da mega drauf gefreut. So, was man jetzt noch vielleicht noch ansprechen könnte zu der ganzen gebrochenen Handgeschichte, darauf hat Daniel mich vorher hingewiesen. Denn Becky hat dazu ja auch schon einen Tweet verfasst, in dem sie gesagt hat, ja, Ronda bricht sich die Hand, indem sie das Gesicht schlägt, wo sie meinte, dass es viel zu einfach gebrochen wäre. Einfach nur grandios. Also, was Becky außerhalb von ihren Promos noch an Heelberg macht, ist... Wenn das stimmt, also... Wir haben ja vermutet, dass sie bei der Aktion da verletzt hat, wo sie da über dem Seil hing. Aber kann gut möglich sein, dass sie sich wirklich bei so einer Schlagkombination das schlimmer gemacht hat, als es dann am Anfang war. Dass sie sich vielleicht durch die Schlagkombi die Hand komplett gebrochen hatte. Aber das Match war super, bis halt dieses abrupte Ende kam. Weil dieses Match musste ich nachgucken, da bin ich nämlich live eingepennt, muss man sagen. Deswegen habe ich mir das Match dann noch einmal in der Wiederholung angeschaut. Beziehungsweise die komplette WrestleMania in der Wiederholung. Ja, und mit dieser jubelnden Becky Lynch und einem schönen großen Feuerwerk ging WrestleMania dann zu Ende. Ich fand es eine sehr, sehr gute WrestleMania. Die beste WrestleMania seit Jahren für mich. Ich hatte wirklich Spaß zu gucken, auch wenn es wirklich sehr, sehr lang war. Ich kann jeden verstehen, der dabei irgendwie eingeschlafen ist oder der irgendwann einfach keine Lust mehr hatte. Es ist wirklich sehr lang, aber ich fand's gut und ich würde mich dann schon mal verabschieden.
Ich lasse den anderen noch ihr Fazit und lasse sie sich dann auch noch verabschieden. Tschüss. Also ich fand WrestleMania gerade im Vergleich zu den Jahren verdammt stark. Darf man nicht außer Acht lassen, denn die letzten Jahre haben sie schon echt nachgelassen mit WrestleMania, wenn man da dem Hype nicht recht geworden ist. Hier hat man richtig viel richtig gemacht. Ich bin echt zufrieden mit der Show. Hat sich gelohnt, die anzuschauen. Nicht so wie letztes Jahr, wo ich dachte, okay, hätte ich mir vielleicht auch irgendwann anschauen können am Nachmittag, wenn ich hell wach gewesen wäre. Ich habe halt teilweise am Einpennen. Und ja, ich halte meine Verabschiedung auch kurz und ich sage einfach nur tschö, bis zum nächsten Mal, denn das ist ja schon nicht bald. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Dann verabschiede ich mich auch an der Stelle und kann meinen Vorrednern eigentlich nur beipflichten. Für mich die stärkste WrestleMania seit mindestens 5 Jahren. Und weil der Luki es gerade angesprochen hat, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich habe gleich noch ein Attentat auf euch vor. Bereitet euch schon mal drauf vor. Und an euch da draußen, ihr wisst, was ihr tun könnt. Ihr dürft immer noch gerne überall mitdiskutieren. Wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss. Auch ich fand's eine starke WrestleMania. Es war erst meine zweite, die ich live gesehen habe. Und dann verabschiede ich mich auch. Morgen, denke ich, nehmen wir dann NXT Takeover auf. Da bin ich dann wahrscheinlich nicht dabei, aber der Herr Agi sollte dann wieder dabei sein. Und dann hört man sich das nächste Mal. Tschüss.